Auf alle Fälle spiele ich für euch jetzt ein Potpourri mit den bekanntesten Hits, die wo wirklich einmal wieder aufgerollt werden. Allerdings habe ich sie mit einem anderen Text hinterlegt. Aber die Schöne ist, das Publikum kann mitraten, weil das mingst nämlich. Und das ist für mich auch ganz schön, wenn ich dann so in die Reihen schaue, wenn sie so, ah, was war das verliert? Dann sagt sie, jetzt bin ich halt einmal statt, ich höre sie nicht, ah, was war das verliert? Jetzt bin ich halt einmal statt, da kommt ins Auto, wie geht's? Verstehst du? Ich bin jetzt gespannt, wie das bei euch eskaliert. Das tut man aber, wenn man alt wird. Odi, 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 sie ist sauer, mitten in der Nacht. Mein Spatzl schaut mich an und ihr Freundin, die lacht. Ein Nobel-Disco, elegant und glamourös. Gott, ich bin falsch gekleidet und meine Frau, die schimpft mich bös. Was zirkst denn du, Klapperl, oh, wie kommst denn du daher? Jeder trug feine Lackschuhe und du alter Bär. Was zirkst denn du, Klapperl, oh, und weiße Tennisstrümpf? Dann wunderst du, dass ich dich schön von dir nochmal, ey. Odi, 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 jetzt gib mir Ruhe, hab ich mir gedacht, du blöde Kuh, hab ich mir gedacht, sonst hau ich zu in dieser Nacht, wenn deine Freundin weiter lacht. Ich und du, der ganze Club schaut zu und ist alles wegen die saublöden Schuh. Jetzt ist er Ruhe. War jetzt leicht, jetzt kommt das Schwierige. Begeben wir uns mal nach Österreich. Ist eigentlich relativ einfach, dann doch wieder. Ist der Platz, wo die Männer gern zum Bieseln gehen. Das ist der Platz, wo das Pippal raushängt. Herr, wir müssen euch schon zusammenreißen, gell? Weißt, da hättet ihr einen Text weiter gewusst und ihr unterbricht's mich, verstehst? Oder. Jetzt habe ich gerade kontrolliert, ob ich einen Hosenstall zu hab, damit die eine Banane ausziehen, weißt? Ich bin genau bei diesem Lied schon mal herumgestanden und habe ein offenes Hosentier gehabt und die Leute, die lachen und brechen ab und ich weiß nicht warum. Das passiert mir nicht mehr mittlerweile. Dein Merker, dein ja draufsteigen. Also gut. Jetzt reißt euch halt ein bisschen zusammen, versteht's? Wo ist der Platz, wo die Männer gern zum Bieseln gehen? Das ist der Platz, wo das Pippal raushängt. Sie werden sind Freier und sie brauchen auch keinen Sitz nieder. Das geht in Stieh, dass ihr ein Wiesen trinkt. Doch was tut Frau, wenn's beim Auto gerade in Urlaub fährst? Die haben gestellt, die machen alles kompliziert. Auch wenn du sagst, genug die eine heut in die Wiesen. Ich schau weg, 10 bis 10, wenn die du so genierst. Sie sagt zum Horst, du, das geht nicht auf der Wiesen. Such einen Parkplatz mit Toilette, weil mein Blasen tut gut. Ich kann nur sitzen, nicht steh wie die Buben mit einem Gugarutz. Und wenn's jetzt nicht bald Schneier fasst, die mit dein Hut. Mit meiner Frau, da bin ich ganz schön glücklich. Ja, es klappt die Liebe und es klappt im Bett. Doch seit einem Jahr ist alles wie verändert. Oh. Ja, sie macht mir etwas vor, das ist nicht nett. Ja, sie schreit zwar heftig mir ins Ohr, doch ich merk, sie täuscht den Orgasmus vor. Warum? Ja, bin ich wirklich so sauschlecht? Und ich frag mich, wann wird sie mal wieder richtig kommen? Ja, so kommen, wie es früher einmal war. Doch leider momentan geht's bei uns nur im September. Weil sie hat Kopfweh, wenn ich's frag, das ganze Jahr. Wer kennt Albano und Romina Power? Gell, die ist Italiener geschwärl. Wahnsinn, gell? Sie sind mittlerweile nicht mehr beieinander, wer das nicht weiß. Aber sie machen ab und zu machen sie wieder was miteinander. Und wie er dann solo war, gell, hat er wieder eine Partnerin braucht. Jetzt hat er in Italien bei der Sendung mitgemacht. Power sucht Frau. Ja, das lasst euch nicht irritieren. Das heißt halt in Italien so, also Power sucht. Bei uns heißt natürlich Bauer sucht Frau, ist ja ganz klar. In jedem Land ist das anders. Schau in Polen drüben, da heißt Bauer klaut Frau. In der Türkei heißt Bauer verhaut Frau. Aber gut, ist ja wohl.
Ja, ihr lacht, letztes Mal habe ich es gespielt beim Gassi, du, die hab mich zusammengehauen, verstehst du? Aber den schaust dann blöd aus, du kannst den Fasching mitgehen, wenn du dann Kebab als Hut aufhast, verstehst du? Das ist halt so. Auf alle Fälle hat er da mitgemacht und hat aber keine gefunden. Und ich habe halt dann im Fernsehen mal ein Interview vor ihm gesehen. Wie alt ist denn der? 80? 85? 89? Wie? Du, man wird älter. Ich bin selber heute aufgeklärt worden, dass das ja so ist. Und ich habe gesehen, dass er schon das Zittern angefangen hat. Also ich kann mir vielleicht nichts mehr merken, aber der zittert wie ein Schlosshund, verstehst du? Und dann habe ich mir dann dieses Lied. Weil ich zitter. Die Suppe am Löffel, die bleibt nicht lang oben, ja, weil ich zitter. Verstanden? Nix mehr Amore und keine Bambini, ja, weil ich zitter, weil ich zitter, weil ich zitter. Ja, weil ich zitter. Ist ja schon spät. Weil ich zitter, wenn ich bissel im Stehen geht, alles dann ihm, ja, weil ich zitter, weil ich zitter, weil ich zitter. Als die kleine Jade an der Haltestelle war, da war schon 8, doch der Bus war noch nicht da. Als sie dann so gegen 10 in der Schule war, da schrie der Lehrer, warum warst denn du um 8 noch nicht da? Schuld war nur der Bus vom Hofer, was kann ich dafür? Schuld war nur der Bus vom Hofer, bitte glauben Sie es mir. Weil es der Bus vom Hof an die pünktlich ging, das war's doch eh nicht alles ganz kind. Schuld war nur der Bus vom Hof, was kann ich dafür? Ich mag keine Meldungen jetzt nicht haben, aber sind Männerinnen, die jedes Jahr an Weihnachten einen Christbaum kaufen müssen und dann von der Frau geschimpft werden, weil sie an so einen schieren, hängenden Teufel daherbringen, gell? Hängt nur da, gell? Das ist Wahnsinn. Braucht euch nicht melden, ich weiß, dass ihr da seid, gell? Ich hab euch schon gehört. Mir geht's auch jetzt ja so. Ehrlich, brutal. Letztes Jahr Weihnachten war es auch wieder Katastrophe. Ich hab einen Schlüssel vergessen, Leute auch daheim, gell? Die Mai macht auf, gell? Und sagt, um Gottes Willen, was hast denn du da für einen schiefen, hängenden Teufel dabei? Aber der Christbaum war noch im Auto. Das zieht dich schon ab. Und seit dieser Zeit ist Weihnachten für mich einfach. Letztes Weihnacht, das war eine schwere Partie für mich. Wenn ich einen Christbaum kauf und alles ist verglaubt. Letztes Weihnacht, war eine schwere Partie für mich. Ich hab keinen Christbaum nicht gefunden. Mein Spatzel hat's mir nicht geglaubt, ich hab mich geschimpft. Und sie so, wenn du noch einmal ohne Baum kommst, dann sind wir geschiedene Leute. Wenn du noch einmal ohne Baum kommst, kauf ich einen Plastiker noch heut. Ein Bierchen zischen, das ist kein Schand, denkt sich der Erdogan und der Trump. Ein Männerabend ungestört, doch dieser Frieden ist nicht lang geblieben, denn schon hört man ihren Gang im Wirtshaus die Theke entlang. Ihr könnt euch denken, wer jetzt kommt, die Angela Merkel, jeder der schreckt und der Trump, der springt auf, um Gottes Willen, jetzt kommt sie auch noch. Schaut's, da kommt sie auch noch. Vorbei mit der Ruhe am Tisch. Nix ist geblieben von unserem Frieden. Aus ist jetzt kommt sie anno. Dankeschön. Dankeschön, guten Nacht beieinander. Ihr wart super. Dankeschön. Dankeschön.